schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr habt euch also das Spica-Teleskop auf EQ3 gekauft. Ich möchte euch heute mal erzählen, wie man das Spica aufbaut, das Teleskop mit der Montierung. Das beinhaltet aber nicht nur den Aufbau nur des Spica-Teleskops, sondern es gibt auch vom Bresser noch das Pollux-Teleskop. Das sind beides Spiegelteleskope und beide werden gleich aufgebaut. Ja? So, ich fange einfach mal an. Das hier ist das Stativ. Man kann das Stativ hier hochdrücken, zusammenklappen und aufklappen. So, dieses Stativ benötigt noch eine Ablageplatte, das ist diese. Es hat Öffnungen zur Aufnahme von den Okularen. So, und hier ist eine Schraube, diese drehe ich los, lege die Ablageplatte hier drauf, drehe die nach Möglichkeit so, dass die Öffnungen frei sind und drehe diese Schraube fest. So, jetzt habe ich hier unten eine Schraube, das ist die sogenannte Zentralschraube. Und ich habe hier an der Seite eine Schraube, das ist die Klemmschraube. So. Das hier ist die eigentliche Montierung, das ist das Achskreuz. Das hier ist eine EQ3. Ja, die gibt es in EQ4, EQ5, EQ6. Die Zahlen beinhalten eigentlich nur die Größenordnung. Je größer die Zahl, desto schwerer ist das Achskreuz, desto mehr kann es tragen. Hier ist es eine EQ3. Ihr seht an der EQ3, seht ihr hier eine Skala. Das ist die Einstellung für den Breitengrad, da wo ihr euch befindet. Ihr habt hier einen kleinen Dreieck, einen kleinen Pfeil, daran könnt ihr euch orientieren. Das hier ist die Polhöhenschraube, also die Einstellschraube für die Polhöhe. Wenn ihr diese dreht, könnt ihr hier diese Skala verstellen. Und hiermit, mit dieser Schraube, könnt ihr das Ganze fixieren. So, dieses Achskreuz setzt ihr jetzt nun hier drauf und schraubt es mit dieser Zentralschraube unten drunter zu. Fertig. Wenn ihr das fixieren wollt, dann dreht ihr diese Schraube zu. So, damit ist das Ganze fixiert. Achtet nach Möglichkeit darauf, dass ihr dieses Achskreuz so aufsetzt, dass die Polhöheneinstellschraube nicht hier im Weg von einem dieser Beine ist, ja, dann, dass ihr immer noch ein bisschen Platz habt zum Verdrehen. So, diese Äquatorialmontierung, die hat ja zwei Achsen, und zwar einmal die Deklinationsachse und einmal die Rektaszensionsachse. Diese werden geklemmt. Hier oben ist eine Klemmschraube. Wenn ihr die löst, könnt ihr diese Rektaszensionsachse drehen. Ich mache die mal wieder zu. Wenn ihr hier oben diese Schraube dreht, löst, könnt ihr die Deklinationsachse bewegen. Wenn ihr eine EQ3 kauft, ja, also wenn ihr eine EQ3 bekommt, ein Achskreuz, und ihr seht diese Mimik hier, dann bedeutet das, ihr könnt einen zusätzlichen Motor anbauen, der ebenfalls auch erhältlich ist, optional. Nicht bei allen EQ3-Achsmontierungen ist das vorhanden, dann würde das nicht funktionieren, dann würde kein Motor anbaubar sein. Ja? Hier in dem Fall kann man zusätzlich, also optional, noch einen Motor anbauen. So, jetzt fehlt noch die Gegengewichtsstange. Das ist das hier. Diese Gegengewichtsstange wird hier hinten reingedreht. So, hier ist die Schraube. Die Schraube drehe ich los und ich habe hier ein Gegengewicht. Das Gegengewicht ist wichtig, weil ich muss das Ganze nachher tarieren. So, ich drehe das mal drauf und jetzt kommt zur Sicherung noch eben die Schraube drauf. So, jetzt habe ich das soweit aufgebaut und habe hier Zapfen. Hier einen Zapfen und hier einen Zapfen. Und hier habe ich solche biegsamen Wellen, eine kürzere und eine längere. Diese biegsamen Wellen, die werden hier auch Klemmschrauben fixieren, die werden quasi hier drauf gedreht. Ja. Ihr habt quasi eine eingefräste Nut an diesen Wellen. Da kommen also, da müsst ihr das so drüber schieben, dass diese Schraube das Ganze fixiert, klemmt. So. Wenn ihr nun diese beiden Achsen zugedreht habt und ihr dreht nun an dieser Welle, ja, dann passiert Folgendes. Ihr dreht quasi, ihr könnt feinfühlig diese Rektaszensionsachse drehen, bewegen oder halt hier oben diese Deklinationsachse. Das geht aber nur,
wenn die Achsen, also die Klemmschrauben, zugedreht sind. So, jetzt kommt quasi das Wichtigste. Ich stelle das eben an Seite. Das hier ist das Teleskop, das eigentliche Teleskop. Hier ist es schon aufgebaut mit Rohrschellen, da ist es quasi drin gelagert. Und diese Rohrschellen sind befestigt an einer Prismenschiene. Wenn ich nun das Teleskop aufgebaut habe, dann kann ich auch diese Rohrschellen etwas lösen und kann das Teleskop innerhalb der Rohrschellen drehen, ja, falls ich quasi einen anderen Einblick haben möchte. So, das ist das Teleskop. Man nennt dieses eigentlich nur dieses Teleskop, nennt man auch OTA. Das ist so ein Begriff, den werdet ihr vielleicht das eine oder andere Mal hören. OTA steht für Optical Tube Assembly, das heißt, es ist quasi nur der optische Tubus. So, spielt es keine Rolle, ob es ein Linsenteleskop oder ein Spiegelteleskop ist. Es geht dann eigentlich nur darum, dass es der eigentliche Tubus ist. Hier habe ich den Okularauszug. Ja, hier oben kommen die Okulare rein. Und mit diesem Drehrad, mit diesem Fokussierrad, kann ich quasi das Ganze scharf stellen. Auf dem Typenschild hier seht ihr zwei Zeichnungen hier. Einmal D130, das steht für den Durchmesser des Hauptspiegels, 130 mm. Und F ist die Brennweite, hier sind es 1000 mm. Auch hier gibt es beim Spiegel einmal 130 mit 650 mm Brennweite und das Ganze nochmal mit 1000 mm Brennweite. Beim Pollux, quasi das gleiche Modell, nur etwas größer, gibt es das Ganze mit D, also Durchmesser 150 mm und 750 mm Brennweite und auch mit 1400 mm Brennweite. Also ist einfach nur vom Durchmesser etwas größer und die Brennweiten sind auch etwas anders. Prinzip ist aber das gleiche. Wenn man hier reinschaut, ganz hinten ist der Hauptspiegel. Das hier ist die sogenannte Fangspiegelspinne. Und hier vorne drin ist der sogenannte Fangspiegel, der das Licht quasi umlenkt zum Okularauszug. Ja? Das heißt also, egal worauf ihr zielt, alles ab. Die Öffnung muss immer zum Ziel hin zeigen. So, das Ganze, ich setze das mal auf den Boden. Ich setze das mal hier auf den Boden. So, nun seht ihr hier quasi, das ist dieser sogenannte Schwalbenschwanzadapter. Der läuft konisch zu. Ich drehe die Klemmschraube los. Setze nun das Teleskop mit der Prismenschiene, ich muss es ein bisschen drehen, hier rein, so, und klemmt es zu. So, das ist der eigentliche Aufbau. Nun fehlt ja noch ein bisschen was. So, dazu hole ich mal das nächste. Das hier ist ein sogenannter Leuchtpunktsucher. Ja? Dein Ein-Ausschalter, hier 1 und 2, da geht es um die Intensität des Leuchtpunktes, der quasi hier angezeigt wird, in diesem Reflektionsglas. So, hier habe ich eine Schraube, oder ich habe zwei Schrauben, eine hier drunter, eine hier seitlich. Das sind Justageschrauben, denn ihr müsst euch vorstellen, das Ganze wird maschinell gefertigt. Und wenn ihr jetzt den Sucher auf diesen Sucherschuh hier setzt, ja, ich schiebe den mal hier rein, dann ist das nicht justiert. Ja? Also quasi der Anblick des Teleskops ist nicht mit dem Anblick des Suchers identisch. Das müsst ihr erst nachher einstellen. Ja? So, aber das ist schon mal so vom Aufbau her. Nun geht ihr hin, nehmt hier den Deckel raus. Und jetzt haben wir hier noch ein paar Kleinigkeiten. Hier seht ihr eine sogenannte Barloff-Linse. Die Barloff-Linse ist quasi wie so eine Hülse mit einer Aufnahme für ein Okular. Und diese Barloff-Linse, ja, die gibt es mit verschiedenen Faktoren. Dreifach, zweifach, fünffach. Das macht Folgendes. Ihr habt jetzt hier das Teleskop mit 1000 mm Brennweite. Wenn ihr nun diese dreifach Barloff-Linse in diesen Okularauszug setzt, dann hättet ihr nicht mehr 1000 mm Brennweite, sondern 3000 mm Brennweite. Das hat natürlich den Vorteil, dass ihr höhere Vergrößerung erzielt. Ja? Das passiert wie folgt. Wir nehmen jetzt einfach mal die Barloff-Linse raus. Ihr habt hier zwei Okulare, die sind im Lieferumfang mit. Hier steht die Brennweite des Okulars, manchmal stehen die auch an der Seite. Hier stehen zum Beispiel 20 mm.
und hier steht 4 mm. Ne? Also die Brennweiten. Wenn ihr jetzt nur das 20 mm einsetzt, nur so in den Okularauszug, damit würdet ihr am besten auch starten, habt ihr die geringste Vergrößerung. Denn ihr müsst rechnen, die Brennweite 1000 mm geteilt durch die Brennweite des Okulars, hier 20 mm. Ihr habt also somit eine Vergrößerung von 50-fach. 1000 durch 20 sind 50. Würdet ihr jetzt diese Dreifach-Barloff-Linse dazwischen setzen, dann das Okular rein, dann müsst ihr nicht mehr rechnen 1000 mm durch 20, dann müsstet ihr rechnen 3000 durch 20. Ja, und ihr hättet schon 150-fache Vergrößerung. Das ist aber für den Anfang wesentlich zu viel, weil ihr am Anfang ja erstmal was aufsuchen müsst. Und dafür nutzt man immer die geringste Vergrößerung. Ja, setzt ihr also das 4 mm rein, müsst ihr also rechnen 1000 mm geteilt durch 4. Ihr seht also, je größer die Zahl, also die Brennweite des Okulars ist, desto geringer ist die Brennweite. Nicht wie man annimmt, dass es umgekehrt ist. So, so startet ihr erstmal. So, dann haben wir noch einmal etwas anderes. Das ist der Smartphone-Halter. Der Smartphone-Halter, der wird eigentlich, klar, das hier die Saugnäpfe, die, hier hat man Gummi, man setzt also das Handy dazwischen. Und wenn ich das nun nutzen möchte, dann muss ich das Okular wieder rausnehmen, schiebe das Okular hier rein, klemme das hier drin. Ja, ich kann das quasi auch variieren, je nachdem wie ich mit dem Handy hier über diese Augenmuschel komme. Und setze das rein und kann also mein Handy hier drauflegen. Ne? Gut, in dem Fall lassen wir es erstmal. Aber ihr wisst schon mal, wofür es da ist. So. Dann haben wir noch einen. Ich hole eben den Sonnenfilter. Ja, der Sonnenfilter ist natürlich nur dazu da, wenn ihr die Sonne beobachten möchtet. Dann wird dieser Sonnenfilter vorne auf die Öffnung geschoben. So. Aber ich sag mal, wenn ihr jetzt nicht gerade die Sonne beobachten möchtet oder abends halt die Sterne, dann muss der runter. Ja, diese Öffnung bleibt halt so. Das ist so quasi der Aufbau. Nun, bei manchen Setups gibt es natürlich auch Filter dabei. Also alle Filter, ob Graufilter, Farbfilter oder Nebelfilter, die werden immer in die Okulare reingeschraubt. Hier hinten in diesen Okularen, das haben alle, die haben ein Innengewinde. Ja, und wenn ihr Filter habt, dann müssen die Filter hier drauf geschraubt werden. Und dann schiebt ihr das Ganze wieder rein. So. Aber in dem Fall hier habt ihr das Teleskop jetzt erstmal aufgebaut. Und ihr habt die Einzelteile. Ihr wisst jetzt auch, welche Einzelteile wie funktionieren. Dankeschön fürs Einschalten.